Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, da ich nicht mehr viel Zeit habe, mache ich es kurz. Vielleicht deswegen das Wichtigste am Anfang. Es hat mir Spaß, mit allen in der Enquete zusammenzuarbeiten. Und es hat also meine Kenntnisse über ideologiegeleitetes Handeln erheblich erweitert. Also, und von daher finde ich es wichtig. Ich glaube aber, dass wir uns in dem Zusammenhang mit der Demografie-Enquete, wie wir die ja auch kurz genannt haben, eigentlich nicht leisten können, ideologische Pfade zu beschreiten, die jetzt aus irgendwelchen vergangenen Zeiten resultieren. Wir schrumpfen in Teilen, in anderen Teilen dieses Landes wachsen wir. Und gerade diese Spannungsverhältnisse, die wir haben, dass eben dieses Land nicht überall gleich tickt, gerade diese Spannungsverhältnisse haben wir ja versucht, mit unseren Handlungsempfehlungen ein Stück weit zu beschreiben. Und an diesen Stellen hilft es nicht, wenn man eine linke Ideologie aus den 68ern hört oder wenn man eine sogenannte Neoliberale, obwohl es das Wort nicht gibt, hört, die sagt, wir müssen halt nur das laufende Kapital in irgendwelche Infrastrukturvorhaben stecken und alles geht. Es wird uns auch nichts nutzen, pausenlos über Wirtschaftswachstum auf der einen Seite zu reden und auf der anderen Seite über den Landeshaushalt. Das wird uns auch nichts nutzen. Es wird uns was nutzen, sich Gedanken zu machen über die Unterschiede im Land und wie wir aus den Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen, aus der Veränderung von Gesellschaft, aus der Veränderung von Altersstrukturen, von ethnischen Zusammensetzungen, von neuen Gesellschaftsstrukturen, die wir entwickeln mit der dritten, vierten Migrantinnengeneration hier, daraus Kapital zu schöpfen und das zu versuchen, für unser Land in wertvolles Kapital zu verwandeln. Und zwar auf der Seite der Menschen, in der Bildung und auch in der Frage der Infrastruktur. Und deswegen ist eigentlich, und das mögen mir die anderen verzeihen, mein Lieblingskapitel ein Stück weit das Infrastrukturkapitel, zu dem wir auch ein umfangreiches Gutachten bekommen haben. Denn das beschäftigt sich ja sehr dezidiert mit der Frage, was passiert eigentlich in den Kommunen, wirtschaftlich, finanziell, im Bildungsbereich, die schrumpfen und was passiert auf der anderen Seite in denen, die wachsen. Und vorschlägt, eben sehr, sehr differenziert mit diesen Fragen auch der Daseinsvorsorge umzugehen. Ein Kanal, der nur dafür sorgt, dass die Gebühren für alle Kanalteilnehmer, die immer weniger werden, immer höher werden, sorgen ja eher dafür, dass die Schrumpfungsprozesse in dieser Region größer werden. Und in einer anderen Region, ich denke jetzt mal, ich gucke mal den Kollegen aus Düsseldorf an, der weiß ja gar nicht, wie schnell Kanäle noch gebaut werden können, um die vielen Menschen, die hier hinwollen, unterzubringen. Und um diese Frage müssen wir uns hier kümmern. Und in dem Zusammenhang spielt natürlich auch im Zusammenhang der Daseinsvorsorge, und da haben wir ja nun mal extra eine Handlungsempfehlung gemacht, und da gucke ich den Matti Bolte an, der immer sagt, auch digitale Infrastruktur ist Infrastruktur. Und das ist Daseinsvorsorge. Und da reicht es nicht aus, wo ist er, der Kollege von der CDU, da reicht es nicht aus, das im Zusammenhang immer nur mit Wirtschaftswachstum zu machen, sondern da geht es natürlich auch im Rahmen der Daseinsvorsorge, die Bürgerinnen und Bürger auch an diesen Industrie 4.0 teilhaben zu lassen. Und zwar insbesondere auch in den neuen Fragen der Bürgerbeteiligung und wie kommen wir eigentlich zusammen, wie gestalten wir diese neue Gesellschaft neu. Die Redezeit ist überschritten. Die ist jetzt überschritten und dann gestatten Sie mir mal ganz kurz noch an alle Kommissionsmitglieder Dank dafür zu sagen, dass wir konstruktiv zusammengearbeitet haben, dem Sekretariat noch mal meinen ausdrücklichen Dank auszusprechen und die Hoffnung zu formulieren, dass wir jetzt nicht wieder in alte Ideologien reinlaufen, sondern dass wir versuchen, das, was wir erarbeitet haben, auch positiv nach vorne zu wenden, auch manchmal zusammen, wo es geht. Vielen Dank.